Mit mir im Gespräch ist Professor Thomas Eickmann vom Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Er ist der Leiter der Blutdruckstudie. Es gibt ja schon eine Teilstudie zum Thema Krankheitsrisiken. Warum haben Sie sich nochmal gesondert den Blutdruck angeschaut? Wir haben zusätzlich in diesem Studienteil den Blutdruck bei den Probanden direkt vor Ort gemessen und haben dann zusätzlich zu den Blutdruckmessungen auch noch andere Daten erhoben, die wichtig sind, um den Blutdruck richtig einstufen zu können. Und warum ist der Blutdruck wichtig? Der Blutdruck ist sicherlich deshalb wichtig, weil bei chronischer Lärmbelastung man davon ausgehen kann, dass es zu einer chronischen Stressbelastung kommen kann. Und diese chronische Stressbelastung kann dann auch auf Dauer zu einer Erhöhung des Blutdrucks führen. Was ist bei Ihrer Untersuchung herausgekommen? Wir haben keine Abhängigkeit des Blutdrucks von der Lärmbelastung gefunden, bei keiner der Lärmarten, die untersucht worden sind. Und haben auch sonst keine Hinweise, dass dort irgendetwas medizinisch Relevantes aufgetreten ist. Dieses Ergebnis widerspricht aber den Ergebnissen einiger früherer Studien. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch? Wir haben zum Teil übereinstimmende Ergebnisse, wir haben aber auch widersprüchliche Ergebnisse. Aber zugrunde liegt natürlich, dass wir eine ganz andere Methodik gewählt haben bei der Untersuchung der Probanden, dass wir einen sehr viel größeren Datenpool haben, dadurch, dass die Probanden zu Hause 3 Wochen lang selber gemessen haben. Und wir haben eine adressgenaue Zuordnung der Lärmbelastung, sodass wir eine viel genauere und bessere Aussage machen können als alle Studien vorher. Vielen Dank.